Willkommen zurück im Forest. Auf zum Foresten wieder mit Spirit of the Ghost heute. Nach längerer Zeit jetzt mal wieder und wir müssen uns neu orientieren, ich zumindest. Denn keine Ahnung, wo wir gerade sind. Hallo, geht's auf? Hallo? Hallo? Falle auf, bitte. Geh auf! Ja, okay. Also was ich sagen wollte, keine Ahnung, wo wir sind. Ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern. War das hier die Höhle, in der wir den riesen Fight hatten vor unserer Tür? I think so. Schauen wir mal. Ah ja, ich höre schon wieder die Mücken. Und hier war richtig was los. Ach ja, dieses blöde Feuer. Haben wir uns nicht überlegt, dass wir umziehen wollten? War das nicht hier? Ich glaube, es war so. Ach, genau. Hier ist das Ding noch zum Fertigbauen, oder ist es fertig? Scheint fertig zu sein. Nein, da fehlen noch Köpfe und so Geschichten. Aber mal schauen, was hier so rumliegt. Okay. Ja, was haben wir noch alles? Koffer, aber keine Köpfe. Ach ja, ich glaube, so war es doch, wenn ich mich recht erinnere. Hase. Oh, sorry. So, wenn ich mich recht erinnere, wollten wir hier nur noch kurz eigentlich alles reisefertig machen. Falls nicht, wollen wir es jetzt. Lurchi, 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 Lurchi. Sehr gut, der gehört mir. Damit habe ich wieder mal meine Rüstung aufgefrischt, die ich mir regelmäßig verbrenne. Ah, das ist mein Topf, den brauche ich ja auch. Den nehme ich mal wieder mit zurück, damit ich ihn wiederfinde. Der liegt immer hier irgendwo. Genau. So, was wollte ich sagen? Ja, also wir wollen uns reisefertig machen. Wir können auch gar nichts mehr tragen. Schauen, was wir so mit uns rumtragen. Ich weiß gerade auch nicht mehr, ob wir schon mal gestorben sind und wie vorsichtig wir deswegen sein müssen. Ich nehme mal die Medizin, das kann nicht schaden. Sicher ist sicher. So. Und dann. Wir haben auch kein Bauvorhaben gerade, außer dem Ding hier. Lurchi, 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 Lurchi. Als ich den noch getroffen habe. So, dann ziehen wir es an. Jo. Auch reisefertig dann. Da hinten sind wir fast gestorben, oder sind wir sogar gestorben, kann ich mich erinnern. Es ist hier halt auch gerade gar nichts los. Okay, ein bisschen Lurch wäre noch gut. Ich glaube, da hinten war das Dorf, in das wir eigentlich wollten. Vielleicht kann das ein Ziel sein für heute, uns reisefertig zu machen. Kleidung haben wir auch genug. Koffer nochmal. Yeha! Sehr gut. Dann. Ah, da waren wir schon. Hasi! Stimmt mit Hasi nicht. So, dann. Na. Ja, hier ist eigentlich nicht mehr viel zu holen. Also, wenn wir wirklich gehen wollen, dann auf in den Kampf, oder? Oh! Hasi, den nehme ich mit. Sorry, du musst dran glauben. Ich glaube, den habe ich getötet. Ja. Ja, sorry, ich habe mich entschieden umzuziehen und du kannst nicht mit. Hasi! Kann ich dich so töten? Oder muss ich dich rausnehmen? Ach wie, du bist jetzt geschützt? Na warte. So, wegschauen. Ach, grauenhaft. So, vielleicht noch was essen kurz, bevor wir gehen. Ja, gute Idee. Also, nehmen wir doch einen unserer Raw Rabbits. C für Cook. Los geht's. So, haben wir hier Kohle. Okay. Neun Hasen. Ja, doch, ist besser. Hier ist einfach zu eng und alles nicht schön. Das ist wieder der schöne Essensbug. So. Na, ist doch langsam fertig. Und jetzt? Ich will essen. Ah, wie nervt. Komm, gib mir mein Essen. Man, man, man. Es verbrennt wieder, oder was? Ah. Keine Chance, ich komme nicht hin. Hallo.
dieser Bug, das ist einer der Bugs, die nerven. Ne, das war's, verbrannt, okay. Whatever, dann speichern wir hier. Und dann gehen wir halt hungrig los. Ja, mehr brauchen wir nicht mehr, oder? Bye, bye. Ach komm, die Falle mache ich auch nicht mehr scharf, jetzt klappt wieder nichts. So, es war irgendwo da hinten, relativ weiter Weg. Ich gehe mal nach Gefühl. Mehr ist nicht drin. Irgendwie so. Rechts oder links, keine Ahnung. Jedenfalls weit. In echt würde ich schätzen so 2 Kilometer oder so. Und hier, naja, schon 2-3 Minuten, glaube ich, waren das letzte Mal. Ah ja, und damit hat sich die Frage geklärt, ob wir schon gestorben sind. Denn ich glaube, ich bin ja das letzte Mal da hinten aufgewacht, nachdem wir gestorben sind. Und dann im zweiten Dorf rausgekommen. So war es nämlich. Und es liegt irgendwo da hinten oder auch da hinten. Ich weiß es nicht. Werden wir hoffentlich gleich finden. Also dieser metallische Klang, der nervt irgendwie. Bin mir immer noch nicht im Klaren, ist es ein Bug oder ein Feature. So. Ah, Blumen hätten wir mitnehmen können. Es ist mir eigentlich schon wieder irgendwie zu steinig hier, zu uneben, wenn ich auf dem Weg ins Dorf bin. So, ich hatte gerade ein kurzes technisches Problem. Ich hoffe, ihr habt nichts gemerkt. Wenn wir es jetzt zusammenschneiden, geht's hoffentlich flüssig. Kurz was trinken. Okay. Oh, das war giftig. Ja, so langsam dürften wir dann da sein. Ja, ich glaube, da ist es. Ja, genau gefunden, sehr schön. Hier ist unser neues Zuhause. Mhm. Ich glaube, das war das Dorf. Oder? Sieht so ähnlich aus, aber irgendwie auch nicht. Die Hütte ist auch... Oh, was war das? Rebreather. Was soll das sein? Okay, was auch immer. Hallo? Richtig ausziehen? Bist du? Hilfe? Waffe nehmen. Was ist denn das für ein Ding? Kann ich das ausziehen? Er vielleicht? Hilfe? Zum Tauchen vielleicht? Ja, ganz komisch. Hallo? Probieren wir mal einiges durch hier. I. O. P. L. Nein. Ja. Na? Nein. Oh Gott. Ich gehe jetzt mal einfach alle Tasten durch. Das war die Waffe. Kann ich das ausziehen? Vielleicht mal Rechtsklick irgendwie? Nein. Nee. Super, gefangen in der neuen Kleidung. Okay, viel Neues gelernt dabei. Hunger habe ich auch noch. Ja, super. Hilfe? Was ist das für ein Ding? Okay, kein Problem für mich. Machen wir so weiter. Ja, will ich hier wirklich wohnen? Das Ding hier in der Mitte, der Baum oder was, der stört irgendwie, der kann weg. Ja, will ich hier wohnen? Sieht auch irgendwie ganz verlassen aus. Geht's den Berg runter? Wenn ich noch lange überlege, wird mir die Überlegung abgenommen. Der Baum muss ja elend groß sein, den nehme ich jetzt mal. Dann werde ich mich jetzt mindestens mal vorübergehend hier ansiedeln. Mit dem komischen Ding, das ich mir umgeschnallt habe. Das könnte eine Taucherausrüstung oder sowas sein. Na? Kurz durchatmen. So, auf sie. Jawohl. In die Richtung, in die Richtung. Nein! Natürlich wieder ein Abhang runter, oder? Das war wieder klar.
Ah, einmal nicht aufgepasst. Ja, super. Okay, ja, wieder alles falsch gemacht. Der Bauer hat mich so gestört. Ich wollte eigentlich erstmal hier planen, oder? Mann, oh Mann. Es war wieder sehr klug. Wall with Door auf jeden Fall. Da führt kein Weg dran vorbei. Na, komm. Yay. Und jetzt? Oh, hier ist auch so uneben. Er ist eigentlich auch uncool mit dem Stein hier so. Lass mal sehen. Nee, ganzen Steine hier vom Haus. Vielleicht hier hin? Ist auch ein Baum drin oder was? Ich glaube, es hakt. Der wächst hier einfach durch. Hallo? Bist du schön? Haus, zeig mir, wie du bist. Diese blöde Rüstung, die ich da anhab. Ah, guter Busch. Kann ich gleich mal essen. Yeah. Bisschen was gegen Hunger getan. Ja, Busch im Haus ist eigentlich auch ganz cool. Da könnte ich aber den Baum hier später wegmachen. Das heißt, dann probier es mal hier. Weiß ich noch nicht, ob das so cool findet. Na, jetzt frei beweglich. Dann mache ich es vielleicht wie ein richtiger Architekt, fange einfach mal von links an. Wall with Window ist eigentlich nicht das, was ich brauche hier. Ja, ihr merkt auch, wie schief das hier geht. Das ist dieser Steilhang, auf dem ich hier bin. Ach so, jetzt habe ich vor lauter Essen habe ich das Ding hier gebaut. Na? Hey, irgendwie kann ich mich hier mit der Gegend auch nicht anfreunden, um ehrlich zu sein. Dieser Hang, der nervt irgendwie. Nee, es muss jetzt schon wirklich passen. Es ist unser letztes Leben. Vogel, geh weg. Aber was habe ich denn da an, bitte? Kann ich das nicht irgendwie ausziehen? Jetzt habe ich hier noch alles. Batteries. Da! Kannst nicht lesen. Probier's mal mit links. Nee, dann rechts. Ich glaube, jetzt habe ich ihn ausgezogen, oder? Ja, Gott sei Dank. Ah, jetzt wird's dunkel. Das heißt, wir brauchen schnell ein Übergangslager, sonst gehören wir der Katz. Und das ist nicht, was ich will. Also, hierhin. Muss nicht schön sein, nur zweckdienlich. Ja, dann muss es einfach eine Zwischenstation sein. Das war aber nicht genau das Dorf, in dem ich das letzte Mal war. Also es muss hier irgendwo in der Nähe noch sein. Vielleicht habe ich noch Zeit, um es zu finden jetzt. Da vorne. Das ist nur so ein Vorsprung gewesen. Ah ja. Na, so falsch war ich dann gar nicht. Aber hier wollte ich hin. Hier ist es viel cooler. Ja, eben gut einzusehen. Aber sicherlich auch voller Eingeborener. Ja, hier wollte ich hin, kann ich mich erinnern. Ja, glaube ich, eine ganz coole Sache. Halt wieder mitten im Feindesland. Der Baum ist so ein bisschen das Zentrum von dem Dorf hier, würde ich sagen. Erinnert ans andere Dorf. Diese Tische, die sind auch wahnsinnig überflüssig. Jetzt strategisch würde ich mich eigentlich hier am liebsten so ansiedeln. Die Frage ist, macht es Sinn? Bisschen die Alternativen auch erstmal durchforsten hier. Mal weg mit den ganzen Tischen. So. Nee, die Fliegen gehen mir jetzt schon auf die Nerven. Jetzt wird uns gleich die Entscheidung abgenommen, glaube ich. Naja, dann würde ich sagen, gehen wir halt einfach mal hier zentral hin, oder? Ist doch ein guter Ausgangspunkt. Da hängt was drin rum. Sonst ist viel Platz, oder? Ja, doch. Ich könnte ja mal überlegen, ob ich das nur so als Lager nehme. Naja, okay, das sind längerfristige Überlegungen. Jetzt wird erstmal gebaut für die Nacht. Das wird eh eng genug.
Ich bin da nie so richtig zufrieden, wie diese Holzteile hier stehen. Schauen wir mal, ob das so ganz gut aussieht. Ja, es ist relativ weit drin. Na gut, probieren wir es mal. Dann nehmen wir noch den hier. Wall with Door. Oh nein. Habe ich was zum Kämpfen? Oh nein, da sind sie schon. Das ist genau das, was ich nicht brauchen kann. Jetzt wird's kritisch. Oh! Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Come on! Da unter mir. Ah, Mist. Fallschaden. Oh! Ah, ihr Fieslinge. Weg mit mir. Weg mit mir. Schnell. Erstmal abhauen. Gut, schauen, was wir haben. Oh, jetzt wird's ein harter Kampf, Freunde. Kein Alkohol mehr. Oh man. Dann erstmal was zum gesund werden. Oh Gott, jetzt müssen wir gut überlegen. Es wird jetzt wahnsinnig schwierig, was zu bauen. Wo kann ich mich gut verstecken? Naja, aber letztlich doch da drin, oder? Da muss ich rein. Es hilft nichts. Und jetzt muss ich erstmal ein Feuer bauen hier. Als Abwehrwaffe auch. Und zwar schnell. Ein Standing Fire. Das wird eine spannende Nacht, Leute. Die Tische wieder da. Na gut, hier kommt irgendwo die Tür hin. Also irgendwie gleich da so hin. Auf jeden Fall mal hier, oder? Was denn? Keine Sticks? Oh Mann. Kann ich im Dunkeln Sticks suchen? Umgeben von Feinden? Ja, danke fürs Licht. Gib mir Stickies, come on. Ah, sorry. Ja gut, wenn ich einmal die esse, dann kann ich auch mehr. Wie viele denn noch? Ich kann gleich mehr mitnehmen. Ich will ja gleich noch eins bauen. Stein geht noch. Noch mehr Stickies. Oh, jetzt wird spannender als gedacht. Wir müssen, das ist mir jetzt schon klar, wir müssen viel, viel, viel mehr auf Sicherheit gehen. Ich bin da viel zu vertrauensselig, dass es gut gehen wird. So. Nur noch meine Höhle wiederfinden. Wo ist die? Da hinten, oder? Cloth und Restwatch. Ich habe auf Alkohol gehofft. Okay, immerhin Feuer. Mal weg mit dem blöden Tisch hier. Ich könnte eine kleine Barriere hier bauen. Oh. Ah, Mist, bleib bloß weg. Bleib weg, Mann. Wenn er kommt, muss ich rennen. Okay, gut. Okay, lass mich überlegen. Kriege ich jetzt die Holzstämme hierher? Nein, aber ich kann mir noch ein Standing Fire bauen. Auf der anderen Seite. Habe ich doppelten Schutz? Und der Zeitdruck gut zu bauen ist natürlich auch nichts, was man unbedingt machen will. Ja, Glück gehabt. So, Stickies, aber schnell. Stickies. Ne, warum liegen da tote Menschen? Hilfe. Stick, wo bist du? Oh, come on. Nur ein paar Stickies. Zack, zack. Ich überlege gerade, der Hunger ist natürlich schon nervig, die Ausdauer geht wahnsinnig schnell runter.
Ihr merkt's ja, also. Wie viele Sticks brauche ich denn noch? Einen. Ja, hier, oder? Gut. Haben wir genug? Ab nach Hause. Nacht irgendwie überleben. Nehmen wir die noch mit. Jo. Noch welche? Gut. Ich bin wirklich am Ende meiner Kräfte und bin gerade erst angekommen. Ich muss was essen, ich brauche ein Lagerfeuer. Ich kann kaum noch laufen. Es ging uns nie schlechter als heute. Aber mal sehen. Oh, erschreckt mich doch. Das war eh ein böser Strauch, glaube ich. Also ich möchte eigentlich schon das Dorf der Reihe nach einnehmen, aber das wird eine Riesenarbeit. Und wir dürfen dabei nicht mehr sterben. Das ist wirklich besonders herausfordernd. Na gut. Der Tisch war doch auch gerade noch woanders. Wir wollten eine Barriere bauen hier. Vielleicht sind die dafür ganz gut. Die Opfertische. Gut, dann machen wir den hier weg. Na, meine schöne Rüstung. Es geht echt alles schief heute. Gut, ich habe Hunger, keine Ausdauer, keine Rüstung. Jetzt müssen wir was tun. Das heißt, jetzt ist es vorher auch egal, ich kann durchlaufen. Und was wir jetzt brauchen, ist was zu essen. Gut, eins nach dem anderen. Also, Basic Fire, Standing Fire, Fire Pit. Gut. Und das Essen mache ich mir immer da, oder? Gute Idee. Eigentlich schon, oder? Komme ich auch von außen hin? Ja. Ah, was fehlt denn jetzt wieder? Steine oder was? Ich doch überall hier. Ja, noch einer. Und die blöden Logs, von denen drücke ich mich immer, weil die so elend schwer zu kriegen sind. Und das so lange dauert. Gut, erstmal was essen. Hasen. Nächster Versuch, vielleicht kann ich sie diesmal sogar essen. Hier ein bisschen abgrasen, was noch gibt. Hier ist eine kleine künstliche Barriere. Ob die überhaupt was bringt, ist auch so eine Frage. Kurz den Koffer aufmachen da. Oh, noch einer. Da, den wollte ich eigentlich und dann dürfte das Essen fertig sein. Gehen wir mal zurück. Ich habe echt tierisch Hunger. Ja, ist fertig. Ich komme wieder nicht hin. Ich raste aus. Der Bug nervt langsam. Hallo? Hallo? Ich kann nichts essen. Oh. Was war denn das? Auch noch hochgesprungen hier. Okay. Wow. Ja, ich komme nicht an mein Essen. Das ist doch unglaublich. Da war es gerade. Und ich drehe mich um. Ja, es war Glück, aber das kann doch so nicht sein. Echt. Da ist er, das Monster. Oh, Glück. Oh, genau reingelaufen. Aber es sind noch welche, ich höre sie doch. Ah, das steht schon mal gut hier. Dann machen wir hier gleich noch eine Defensive Wall Run. Ja, die schließt auch gut ab. Ah, ganz gut gebaut hier. Und hier auch, oder? Ja. Läuft, würde ich sagen. Gott. Das für Schuhe, kann ich die irgendwie nehmen? Ja, dann sollte ich eigentlich schon hier auch eine Abwehranlage bauen. Einfach auch, damit ich Licht habe. Standing Fire.
Aber ich kann mich hier so schlecht bewegen in dem Haus. Es kann auch keine Dauerlösung sein. Jetzt brauchen wir erstmal eine vorübergehende Lösung, aber für dauernd ist es auch nichts. Es ist mir zu eng. Da brauche ich wirklich eine große, schöne Hütte. Ja, Sticks, Rocks, oh, sind Feinde. Die sind halt am Tag auch noch da, wenn ich die jetzt nicht töte. Das ist das Problem. Wir haben auch keine Rüstung. Und wir haben auch nicht mal einen Speicherort. Das ist mal das Nächste, was wir brauchen. Hunting Shelter. Drehen wir mal. Jo. So. Ein bisschen weit gedreht. So. Ah, da brauche ich wieder Logs dafür, oder? Oh man, größere Sache, die wir da vorhaben. Ja, dann auf in die Dunkelheit, vielleicht klappt's. Keine Zeit verlieren. Ja, eben. Weg, 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 weg. Es ist jetzt natürlich volles Risiko. Was leuchtet denn da? Der Mond oder was? Okay. Natürlich deswegen volles Risiko, weil wir durchschlagen ja Energie verbrauchen, also Stamina. Und die dann auch brauchen, wenn wir angegriffen werden. Das heißt, dadurch, dass wir Holz fällen, machen die Leute auf uns aufmerksam und schwächen uns gleichzeitig. Und das kann eigentlich fast nur schief gehen, aber vielleicht haben wir Glück. Ich bin ja jetzt schon außer Atem. So, in die Richtung, bitte. Endlich, wenigstens einmal. Ja, das war auch nicht ganz das, was ich vorhatte, aber okay, kein Problem. Komme ich da von hier aus wenigstens hin? Auch nicht. Na, ja, und wieder da mittendurch. Gut, auch schon egal jetzt. Wo sind die anderen? Hinterm Haus, oder? Da, genau. Immerhin nochmal zwei. Es wird hell, oder? Oh, Gott sei Dank, wenigstens eine gute Sache. Jetzt ist der Tisch wieder da. Also die stellen sich echt jedes Mal neu hin. Was? Oh nein. Oh, das ist das Letzte, was ich gebrauchen kann. Und die ganze Herde. Ah, was mache ich denn jetzt? Cool bleiben. Halt, warte mal, sind die nicht irgendwie zum Angst machen? Ich probiere es. Welche Wahl habe ich denn? Ein Molotow habe ich noch. Sind sie alle weg oder wie? Okay. Kein Problem. Wollte ich gerade einen schlauen Spruch loslassen, aber ich wirf den jetzt mal dahin. So. Flair wieder weg. Wie geht das? Rechts? Links? Vielleicht L für Light? Nee, oder? Kriege ich eine Flair wieder? Sorry. Kriege ich eine Flair wieder weg? Ah, links, nee. So einfach. Nicht ein Molotow stattdessen. Ah, kleine Umwege über den Molotow, genau. Und jetzt wieder meine Axt. Nehme ich doch eigentlich mal so eine hier, oder? Rusty Axe könnte besser sein. Sieht auch handlicher aus. Oh Gott, ist die schwerfällig. Oh mein Gott. Ja gut, sieht besser aus, aber Aussehen ist nicht alles. Boah. Das ist auch so abschüssig hier, das fällt mir wieder alles nach unten. Okay. Ja, und wie? Ich muss rennen wie ein Irrer, damit ich nicht so weit laufen muss.
Immer schön Fokus auf dem Ziel. Was haben wir eigentlich vor? Nicht sterben, aber speichern. Hier. Jo, einer noch, der liegt da unten. Jetzt aber schnell und wieder durchs Feuer. Ja. Ja, ist gut. Oh, Leute, heute bin ich mein eigener größter Feind hier. Wo waren die jetzt wieder? Da hinten. Einer, wo ist der zweite? Ist er weg oder was? Da hinten. Jo, zurück. Go, 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 go. Let's go, let's go, let's go. Ja, ah, komm, den. Achso, können wir hier verbraten? Ja, hier irgendwo, okay. So. Ja, brauchen wir Stickies und Rocks und so Geschichten. Gehen wir mal rum, solange hier keiner ist. Da muss es doch was geben. Oh mein Gott. Nee, da ist nichts mehr zu holen. Ich frage mich, ob man diese Rätsel auch auflösen kann. Was das für Leute sind, wo die herkommen, warum die Tennis spielen und dabei getötet werden. Es ist natürlich auch hier ein Monstrum. Boah, aber wer bringt denn so Leute um, ehrlich? Ich glaube, einer von den Programmierern hat echt was gegen Tennisspieler. Boah, es ist übel. Nee, kann man nicht anschauen. So. Ups, da hinten ist die Patrouille. Am Tag sogar. Wo wollte ich denn hin? Stickies und Rocks suchen. Okay, komm. Jetzt aber schnell, bevor die uns sehen. Es ist natürlich nicht verwunderlich, dass in ihrem eigenen Dorf Leute patrouillieren, ne? Ist natürlich schon ein hohes Risiko. Aber wenn du dich da ansiedeln kannst, dann ist es echt cool. Wir sind halt schon mal gestorben, wir rennen heute dauernd selbst durchs Feuer. Also heute machen wir keine gute Figur. Ja, es ist schon eine gewisse Herausforderung. So, ich habe überhaupt keine Kondi mehr. Kann man dann nicht irgendwie irgendwas basteln? Energy Mix. Aber nicht so. Aber wie dann? Die andere Blume habe ich nicht. Nehmen wir mal die. Die für den Fall der Fälle noch ein Molotow. Gut. Dann nehme ich sowas hier, oder? Ja, nochmal. Gut. Jetzt wird es wieder dunkel, oder was? Oh Mann. Nee, es ist. Jetzt früher Nachmittag, würde ich sagen. Also haben wir noch Zeit. Gut, Sticks und Rocks ist immer noch unser Spielchen hier. Das sind schon mal Sticks. Wenn ich den Baum treffe. Ja. Wie jetzt? Ein Stick. Ja, super. Lohnt ja den Schlag kaum. Dann noch ein Stick. Noch ein Stick. Noch ein Rock. Noch ein Stick. La la la. Na? Was brauchen wir denn noch? Irgendwie sammle ich so viel und brauche immer noch mehr. Nee, echt nicht. Weg. Rocks and Sticks, das reicht noch nicht. Ich muss noch weiter wandern hier. Man fühlt sich jetzt so, als wäre die Gefahr vorbei, weil es auch Tag ist und so. Aber das ist trügerisch. Ah, das war's mit den Rocks. Na super. Es ist trügerisch, weil wir letztlich kaum was gebaut haben. Nur gesammelt. Und das heißt, sicherer sind wir nicht unbedingt. Wir haben auch keine richtige Nahrungsversorgung im Moment. Schlagen uns so durch. Nein! Geht weg da! Nee, weg!
Ja, eben. Hau ab. Geh weg, Mann, geh weg. Ein Rock fehlt, Mann. Gibt's hier keinen? Gut, wir brauchen Medizin. Oder was zu essen? Nee, lieber Medizin. Ich höre die doch. Ah, da auch noch. Falsche Axt. Ich nehme die wieder. Hier bin ich. Ja, sag mal. Ich bin nicht. Oh. Ja, Pech gehabt. Ja, komm. Komm, 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 komm. Komm schon, Kumpel. Ich habe was vor. Ja, und jetzt? Ach komm. Geh hier ins Feuer, geh hier ins Feuer. Ich mach's noch mal heiß für dich. Komm. Wo bist du? Da ist er wieder. Komm her. Hier bin ich. Ja, komm ruhig her. Ich erwische nicht. Ah, denkt ihr, was ich denke? Das dachte ich mir. Es ist super. Heute ist einfach ein toller Tag. Ich gehe jetzt raus und werde ein bisschen aggro, glaube ich. Hey, du hast hier was vergessen. Dein Molotow-Cocktail. Hier. So. Gleich selber auch noch angezündet. So, komm, stirb. Stirb. Oh, da hinten ist noch einer. Ja, komm, ich brauche nur deine Zähne. Nein, 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 nein. Was brauche ich denn noch? Ein Rock oder Stick oder irgendwie sowas? Einige. Ich renne hier wie ein Verrückter mit dem Feuerzeug durch die Gegend. Na? Hiya! Sehr schön. Cloth and Snack bringt uns ein bisschen weiter. Plastic Torch, naja. So, good stick, ist schon offen. Ja, das gleiche wie immer. Da sind noch Rocks, Rocks, noch mehr Rocks. Da muss ich doch irgendwelche mitnehmen können. Tennisball, ja, unbedingt. Ah, wieder der Tennisspieler. Alkohol, sehr schön. Rock und Stick, läuft, 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 läuft. Gut. Rock und Stick, immer noch. Ja, wir sind echt kurz vorm Sterben hier. Aber wenn die falschen Dinge falsch laufen, dann haben wir ein Problem. Wenn es gut läuft, dann sind wir auf Dauer unbesiegbar, wenn wir uns ein bisschen schlau anstellen. Durst haben wir. Ja. Ich habe hier keine Schildkröten. Sonst könnte ich mir so einen Wasserbehälter machen. Ja, ich suche aber auch wieder nicht das, was ich soll. Rocks und Sticks brauchen wir immer noch. Hier, wieder keine Sticks mehr zum Tragen. Ah, das ist meine Torch von gerade eben zum Angst machen. Und noch eine. Den Stein nehme ich mal mit. Lege ich mal dahin. Und dann wird jetzt hier fröhlich gebaut. Oh, Lurchi, aber du bist zu schnell für mich. Ja, nee, es ist gar kein Lurch im Waschbär. Ah, da fehlt auch was. Bam, 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 bam. So.
Was brauchen wir denn jetzt noch? Zwei Rocks, ein Stick, Stickhammer, okay. Rocks und Logs natürlich immer noch. Aber in erster Linie wollen wir jetzt mal irgendwie eine Möglichkeit zum Speichern finden. Noch ein Rock und noch ein Rock, oder? Ja, yeah, endlich, ab nach Hause. Da ist noch einer, oder? Whatever, gehen wir weiter. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Speichern. Ja, sehr gut. Naja, dann würde ich sagen, für diese Folge mehr schlecht als recht überlebt, aber unser Ziel war ja auch eigentlich nur umzuziehen. Das können wir noch fertig machen hier, okay. Das ist uns einigermaßen gelungen und wir sind mal wieder dabei, hier mit dem Tisch unser Haus neu zu gestalten. Und wir werden dann in den nächsten Folgen versuchen, hier Fuß zu fassen, ganz einfach. Und deswegen verabschiede ich mich für heute mal wieder. Spirit of the Ghost, freue mich über jeden Like, jeden Comment und natürlich Abos. Bis zum nächsten Mal, euer Spirit.